Meine lieben Mitbürger, hier spricht die Merkel. Wir müssen leider den Lockdown verlängern. So, Frau Merkel, haben Sie irgendwas zu sagen? Ja, Mann, ich hab was zu sagen. Die Menschheit soll sich bitte dran halten. Ja, ich bin aber der Meinung, ey, wenn sie die Scheiße weiterhin durchziehen, geht die Wirtschaft immer mehr im Bach runter. Meinen Sie nicht, sie wollen ein bisschen Aufmerksamkeit nur erreichen? Immer mehr Aufmerksamkeit, die sie schon haben, ja? Hey, Junge, 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 was laberst du für Scheiße? Jetzt hören Sie mir mal zu, ey. Denn ich muss auch mal was dazu sagen. Das Ding ist, es geht um die Menschheit. Wir müssen den Menschen helfen. Ja, Frau Merkel, darf ich mal ins Gesicht halten? Oder mal rein oder irgendwas bei Ihnen, Frau Merkel. Das Ding ist einfach nur, Frau Merkel, was Sie machen, ist scheiße. Denn was soll ich dazu noch sagen? Das Ding ist einfach nicht mal normal, dass, was Sie aufs Spiel setzen, das ganze Land geht unter, nur weil Sie immer mehr Scheiße verbreiten, immer mehr Scheiße labern und kommen auf Ihren Bundestag, wollen nicht mal klar und nächsten Tag wissen Sie nicht mal, was er gesagt hat. Was ist mit euch? Sag mal, was ist mit Ihnen los, Alter? Haben Sie mal drüber nachgedacht, eigentlich, bisschen was zu lockern, außer nur Friseure zu öffnen und irgendwelche dummen Termine zu machen für die Läden, dass man hier wie beim Ortstag stehen darf? Und was ist da los? Das gehört zur Bundesregierung, der Wahl, das muss halt sein. Oh Mann, die haben doch voll eine Macke. Jetzt hören Sie mir mal zu, Sie haben wohl eine Macke. Soll ich Ihnen was sagen? Ich kann Ihnen mal ins Gesicht schauen. Ja, Mann, Frau Merkel, mehr kann ich nicht dazu sagen, ey. Ja, was ist denn das für eine Scheiße, Junge? Was wollen Sie denn hier zu mir? Was ich von Ihnen will? Ich will Sie in den Knast reinbringen. Ich will, dass Sie ihr jahrelang in den Knast dich da reinschieben, dass du niemals wieder rauskommst. Warum? Naja, warum wohl? Überlegen Sie mal. Ihr kommt einfach nicht mehr klar, ich würde dich nicht mal mehr wählen wollen. Kein von euch mehr, weil ihr eine Scheiße macht. Weil ihr überhaupt nicht mehr wisst, was Phase ist. Ihr labert eine Scheiße am Bundestag. Das ist doch nicht normal, was ihr labert, Alter. Ja, Mann, das Ding ist, wir kommen einfach nicht mehr klar. Wir sind total übervatert. Ja, jetzt mal ehrlich, soll ich dir mal was sagen? Kündigen Sie am besten und vergehen Sie aus Deutschland, weil das ist der größte Fehler, noch hier zu bleiben. Die Menschen werden Sie hassen, irgendwann wird es dazu kommen, dass Sie mit Fackeln und Mistgabeln kommen und vor Ihrer Hütte stehen und gegen Sie weiter demonstrieren. Wissen Sie was? Wenn Sie sowas schon machen, ja, dann sollten Sie die Demos wenigstens einschränken. Sowas ist nämlich auch scheiße. Na, warum soll ich das? Das ist doch keine Party oder irgendwas. Nein, nur nicht. Das ist nur keine Massenversammlung, gell? Da kriegt man einen dritten Lockdown. Das ist richtig cool. Aber jetzt mal ehrlich. Ich bin Schlaubi Schlumpf und bin halt der Meinung, dir mal was zu sagen, Alter. Verpissen Sie sich, Sie haben mir nichts zu sagen, ey. Versagen Sie mal das eine. Ich f*** dich, ey. Verpiss dich, ey. Ich muss dir das was sagen, Frau Merkel, ey. Junge, 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 Junge. Was ihr alle aufregt, ich will doch nur Menschen retten. Wenn ich nicht drüber lache. Menschen zu retten sieht ganz anders aus, muss ich offen und ehrlich sagen, weil das Ding einfach nur ist, die retten keine Menschen, die sperren die Menschen weg. Und wenn Sie jetzt denken, jetzt zu sagen, ja, wie soll ich so denken, das Schlimme ist, Sie bemerken noch nicht mal, die Wirtschaft geht im Bach runter, irgendwann haben alle kein Geld mehr, weil die ganzen Läden schließen. Wegen ihrer verfickten Scheiße. Und nicht mal bemerken und darüber mal nachdenken, langsam die Wirtschaft anzutreiben mit ihren Lockdown, den sie da reinhämmern. Damit treibt man nicht die Wirtschaft mal an, damit treibt man die Wirtschaft im Bach runter. Sie erzählen schon seit Jahren, ja, wir machen eine Lockerung. Ja, die einzige Lockerung ist Friseur. Jetzt wollen Sie irgendwelche Termine machen, wo ich mir gerade denke, wollen Sie mich verarschen, Frau Merkel? Junge, schieben Sie Ihren verdammten Arsch und verpissen Sie sich einfach nur noch aus Deutschland. Ja, Mann, was soll ich noch dazu sagen, ey? Weiß auch nicht mehr, ich bin total überfordert und dumm. Stell mich vor die ganzen Menschen und tu Rede halten. Ich bin total überfordert, total behindert. Ne, dann ist es halt so, die ganze Menschheit wegen dir geht
komplett durch die Gesellschaft runter. Wegen sie. Gut, nicht wegen sie. Da gehören auch alle dazu, aber John Biden, der leckt so deine Mumu ab jeden Tag und macht seine Partys jeden Tag anscheinend mit 10.000 Mann der Corona-Zeit. Ja, der darf das ja auch. Ja, der Umständen hat er ja auch einen Behindertenschein. Aha. Also ich sag mal ehrlich, ich sag mir dazu, ich sollte mal drüber nachdenken. Mit ihrem Lockdown, den die ganze Zeit verbreitet, macht das keinen Sinn in meinen Augen, weil das Ding einfach nur ist. Ihr bemerkt überhaupt nicht, dass das alles im Bach runtergeht. Immer mehr Verlängerung. Welcher Idiot soll das glauben, Frau Merkel? Kein Schwein. Weil das Ding einfach nur ist, ich sage dir, so wie es ist, sie kommen auf jeden Fall auf keinen Nenner mehr. Die ganzen Politiker und alle dazu, die haben da überhaupt keinen blassen Schimmer mehr, was sie noch machen sollen. Ihr verarscht euch doch gegenseitig. Ihr kommt überhaupt nicht mal klar auf euren Scheiß-Skript. Ihr hängt so dran, irgendwas zu machen, wo ich mir eigentlich denke, lassen Sie es gut sein. Ja, aber es gibt Menschen, die das unbedingt auch wollen wie ich. Ach so, knapp mal von 30% von den Menschen ist der gleichen Meinung wie du. Aha, okay. Um 50 oder 60% von den anderen Menschen sind nicht der Meinung, weil die da gleich demonstrieren tun lieber. Wo ist der Fehler? Der Fehler liegt einfach nur daran, das sage ich Ihnen, sie sollten mal nicht irgendwelche dummen Termine für irgendwelche Läden machen, sowas Beklopptes. Sie sollten einfach die Menschen halt mit einem freien Lauf lassen und ihr Ding machen lassen. Man sagt immer dazu, man lebt nur so lange, man leben kann. Und da ist es scheißegal, ob da Menschen sterben oder nicht. Weil das Ding einfach nur ist, man kann eh nichts machen, weil früher oder später stirbt die Menschheit doch eh aus. Corona ist schlimmer, ja, okay. Aber ich sage immer dazu, was ist viel schlimmer? Wenn ein Asteroid jetzt in die Erde stürzt, Junge. Das ist viel schlimmer als der Corona. Ein Asteroid kann die ganze Erde auslöschen. Wo ich eigentlich gerade denke, Corona ist schlimm, Junge. Ja, aber so läuft das halt. Wir müssen neue Grundgesetze aufbauen und wir müssen das halt machen. Ja, Frau Merkel, weißt du, was ich sage? Schießen Sie sich ab. Ich mach 10 Kreuze, wenn Sie wechseln. Alle, die dazugehören, die sie sogar manipuliert haben und sie bei jedem Scheiß zugesagt haben. Mehr sage ich nicht dazu. Yo. Das ist das verletzte Techno. Sommer 2020, 21 gehen. Gebt mir auch einen, ja, zeig mir eure Hände und lasst uns bitte feiern gehen.